Hey ho meine Lieben, ja, die Hand ist voll, die Hand ist voll. Was mache ich heute? Ich mache mir einen Eintopf, einen Bacon Goodness Bratwurst Leccio Eintopf. Voraussetzung dazu ist, man hat sich irgendwann einmal lecker Leccio gekocht. Da gibt es ein Video von mir dazu, wo 17.12.21 habe ich das Leccio gemacht. Wenn ich daran denke, bei der Videobearbeitung, werde ich das Video dann noch unten drunter verlinken. Und dazu kommen dann noch Bohnen dazu. Und fertig soll dann das Essen sein. Ich hoffe, das schmeckt alles richtig lecker. Die Bacon Goodness habe ich schon geräuchert. Das seht ihr jetzt gleich. Und ab jetzt drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche, da geht's weiter. Ja, meine Lieben, die Bacon Goodness, die hatte ich mir ja auf der Messe in Stuttgart mitgenommen. Die wollen natürlich jetzt noch geräuchert werden. Beziehungsweise, heute habe ich hier wieder irgendwie gar keinen Platz. Beziehungsweise, ich möchte, dass die geräuchert werden. Und deswegen klatsche ich die mir hier jetzt drauf. Ja. Ein Deckel drauf. Jo, Gebläse geht. Und dann mache ich das dieses Mal wieder in mehreren Schichten, Schritten. Vorher ein paar von den anderen Spänen ausgekommen. Die sammeln wir noch nebenbei auf und tun die hier mit rein. In mehreren Etappen, genau das Wort habe ich gesucht. Einfach damit man das Gerät nicht überhitzt. Meine Fresse, geh halt auf, du blöder Beutel. Ich will Hickory. Mitunter aber auch. Also wie gesagt, da tue ich jetzt nicht ganz so viel rein, mache lieber mehrere Etappen. Und es räuchert. Wunderbar. Puh, jetzt sollte ich dann das Fenster aufmachen, gell? Da kommt die Hitze rein. Ihr habt die Klimaanlage laufen. Naja, das bisschen Rauch, das geht schon. Da wird der Feuermelder nicht gleich angehen. Hoffe ich. Ja, und so räuche ich das jetzt erst einmal die nächste Zeit. Also das kann heute wieder dauern, bis ich mein Essen fertig habe. Und dann weiß ich ja noch nicht einmal, was ich da alles neu hau. Gut, wir sehen uns dann später. Ich glaube, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Räucherdurchgang hier zeigen, sondern bloß nachher das Ergebnis. Tja, Leute, da wären wir wieder. Im Prinzip habe ich hier schon alles, was ich benötige. Mehr sollte das jetzt eigentlich gar nicht sein. An Butterschmalz für die Bacon Goodness Bratwürste zum Anbraten. Die weißen Bohnen in Tomatensoße. Jetzt muss ich erstmal das Display drehen, dass man hier wieder die Hälfte nicht sieht. Also ohne Soße wäre es natürlich auch in Ordnung gewesen, aber andere habe ich jetzt nicht da gehabt. Rote Kidneybohnen, die werde ich noch ein bisschen abspülen. Und natürlich mein selber gemachtes Leccio. Das Wichtigste ist jetzt schneller mal an Butterschmalz drüben in den gusseisernen Topf zu bekommen. Das mache ich jetzt schnell und werde dann schon mal den Herd einschalten. Ja, und dann muss ich ja eigentlich nur noch die Bacon Goodness ein bisschen kleinschneiden, kleinschnibbeln. Ja, die riechen schon geräuchert.
Und so werden die gleich angebrutzelt. In der Zwischenzeit werde ich die Bohnen gleich einmal durchspülen in einem Sieb. Letscher aufmachen, die Bohnen aufmachen und ja, rüber an Herd. Ja, das Ding scheint warm zu sein. Ja. Und die braten wir jetzt schön an. In Butterschmalz. Geht ja recht schnell. So. Oh. Mein Lätscher sollte ich auch irgendwie aufbekommen. Oh. Mm. Och, yummy. Mm. Schmeckt richtig lecker. Dann dazu natürlich noch der Bacon Goodness Geschmack. Dann von den Bohnen. Ich denke, das wird ein leckerer, schneller Eintopf, eine schnelle Nummer. Und das reicht dann auch schon. Oh, knappe 10 Minuten sowas in etwa. Die abgespülten Böhnchen. Die Böhnchen in Tomatensoße, schmecken die? Mmh. Lecker. Herd habe ich jetzt schon mittlerweile runtergeschalten. Und natürlich noch das Lecho. So. Und rein theoretisch lassen wir es jetzt bloß noch ein bisschen vor sich hin brodeln, dass das alles schön Temperatur zieht und fertig ist das Essen. Also eine ganz, ganz einfache, schnelle Nummer, vorausgesetzt, ihr habt euch Lecho vorbereitet. Aber es gibt auch diese Dosen mit Lecho, habe ich ja auch schon verwendet. Das ist auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich gerne. Werde ich mir auch wiederholen, wenn ich mein Lecho aufgebraucht habe. Und ja, schön noch ein bisschen ziehen lassen, auch dass die Bratwurst wirklich komplett durch ist und dann können wir essen. So Freunde, mittlerweile 10:30, das Zeug hat jetzt genügend geblubbert und geköchelt. Ich denke eine halbe Stunde war das jetzt. Herd aus, Teller und Schöpfkelle. Ich habe nur einmal ganz kurz das Sößle probiert, bin zufrieden gewesen und Leute, jetzt wird erst einmal gegessen. Tja, ein absolut einfaches Essen, abgesehen von dem Lecho damals machen. Jetzt probieren wir erst einmal ohne Bacon Goodness. Nein, heute nicht, hoffe ich, dass ich mir die Gosch verbrenne. Nicht warm, nein, nein. Leute, das schmeckt so richtig, richtig geil. Und ja, es war noch ein bisschen warm. Die Bacon Goodness hat noch ein bisschen Schärfe hineingebracht. Minimal. Also ich kann es noch sehr gut essen. Wow. Ja, Geschmack kommt auch sehr geil rüber. Was soll ich sagen?
ein richtig, richtig geiles Ergebnis. Eigentlich gar keine Arbeit jetzt gewesen. Einfach nur kurz räuchern, schnibbeln, ab ins Zöpfle, anbrutzeln, Reste dazu, nochmal eine halbe Stunde in etwa köcheln und gut ist. Geil. Ich ziehe mich jetzt zurück. Wenn das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abo. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Und ich hoffe wirklich, dass ich es nicht vergesse, das Letcho-Video zu verlinken.